Was ist denn hier los? Alex Fox, der wurde doch verboten zu reiten. Wenn ich das dem Rektor sage, bekommst du noch sehr viel mehr Probleme. Er ist unschuldig, Bär. Wer sagt das? Das sagt der Rektor. Red doch einfach mit ihm, wenn's dir nicht passt. Los, Sarge! Hey, Lucky. Danke. Du musstest mir nicht helfen. Ich weiß nicht, ob ich an deiner Stelle dasselbe getan hätte. Nicht der Rede wert. Es geht los, Liberty! Na dann, viel Spaß, ihr beiden! Gut gemacht, Lucky. Danke. Aber eigenartig, wenn Alex das Fenster nicht zerbrochen hat, wer war es dann? Das werden wir wohl nie erfahren. Tja, das war ein schwieriger Fall. Ich habe es endlich rausgefunden. Und so ist alles passiert. Es begann bei der Versammlung, und zwar mit der Torte zu Bias Jubiläum als Galopprechtsprecherin. Wie führt etwas so Süßes zu einem so bitteren Verbrechen? Bea ist die Tortenglasur vielleicht nicht aufgefallen. Aber jemand anderem ganz sicher. Und dieser jemand wurde gierig. Wir wissen ja alle, wenn man gierig wird, wird man nachlässig. Von da führte alles wie von selbst zum Verbrechen. Und wenn die Lage unübersichtlich wird, naja, wie soll ich sagen, dann passieren Unfälle. Das ist verrückt. Schon klar, aber es ergibt Sinn. Ich wusste, dass die Pferde was verbergen, als ich sie befragt habe. Wisst ihr was? Wir sollten das Geheimnis für uns behalten. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Nicht, dass Boomerang noch in den Knast muss. Oh, jetzt fehlt er mir. Kommt, wir machen einen Ausritt.